ho, meine Lieben, zum neuen Video. Und ich kann bloß sagen, kein Plan, ich nix weiß, Spatzel, komm her. So, hallo. Wir machen heute falsche Rouladen. Falsche Rouladen? Ja. Aha. Falsche Rindsrouladen. Gut. Kein Plan. Alles weitere drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Stelle ich halt bloß Kamera auf und guck ab und zu doof. So Leute, die kleine aber feine Übersicht und mit den Worten bin ich schon wieder raus. Bitte schön, Spatzen. Wir brauchen für die falsche Rouladen Rinds. Rinderhackfleisch, ein Ei, Semmelbrösel, ein Esslöffel Backpulver, eine Prise Zimt. Dann brauchen wir geräucherter Speck für die Rouladen. Zwiebeln habe ich drei Stück. Drei Stück. Dann brauchen wir Gewürzgurken. Für die Soße dachte ich mir, ich mache wieder eine ganz normale braune Soße dazu mit Suppengrün. Dazu machen wir Apfelrotkraut und einen Apfel und Spätzle natürlich. Das wäre es dann eigentlich. Jetzt mache ich erstmal die ganzen Zutaten klein machen, die Zwiebeln häckseln, das Gemüse ein bisschen klein machen. Den Speck ein bisschen klein machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Herd. So, die Zutaten habe ich jetzt ein bisschen für die Rouladen ein bisschen klein geschnitten. Das Suppengemüse, die geschnittenen Gurken, ein bisschen Speck, die kalt klein geschnittenen Zwiebeln und das Hackfleisch. Und jetzt gehen wir rüber. Nicht rüber. Jetzt machen wir die Rouladen. Dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, jetzt machen wir mal die Rouladen. Erstmal ein bisschen Senf. Ein paar Zwiebelchen. Ein bisschen Speck. Die Würzgurken. Machen wir auch so drei Stück. Und ich hoffe, es klappt jetzt. Halt ein bisschen klitzekleine Fummelarbeit. Wenn es noch nicht ganz reicht, ein bisschen Hackfleisch noch nehmen. Schön zu ist. Dass sie einfach zum Schluss schön gerollt ist und schön zu ist überall. Dann wird jetzt die nächste gemacht. Tja, und weil das Ganze so lecker aussieht, wird jetzt noch eine von den Rouladen in eine Mini-Bacon-Bomb verwandelt. Halt! Nochmal runter. Ja. Da muss ich mich jetzt leider doch noch ganz kurz einmischen. Ja, Schatz, dann zeig es mir mal. Und jetzt kannst du es zum Beispiel drauflegen. Wie denn so, oder was? Ja.
Okay. Und dann hast du schon mal an den Ecken nämlich. Gut. So, weitermachen. So, sehr schön. Ist die Mini-Bacon-Form fertig. Und jetzt werden die schön in der Pfanne angeröstet und dann machen wir mit der Soße weiter. So, das Öl ist jetzt schön warm in der Pfanne. Jetzt machen wir die Rouladen rein. Die wird jetzt von allen Seiten, werden die schön angebraten und dann gehen sie in den Backofen zum Warmhalten. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die fast fertig sind. In der Zwischenzeit tue ich das Gemüse ein bisschen anrösten, anbraten. Die Baconbomb ist auch fertig und jetzt kommt sie auch in den Backofen rein mit diesen restlichen Speck und Gewürzgurken und die restlichen Zwiebeln dazu gemacht. Machen wir gleich hier ein bisschen Tomatenmark rein, der ein bisschen angeröstet ist. Tomatenmark wird auch mit angeröstet. Machen wir einen Schluck Brühe rein. Mal so ganz leicht aufköcheln lassen. Jetzt einen kleinen Schluck Rotwein kommt dazu. Und das lassen wir jetzt mal schön aufkochen. So, das Gemüse für die Soße hat jetzt passiert. Jetzt werden wir sie noch ein bisschen andicken und ein bisschen abschmecken. Mit ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Paprika und Wasser mit ein bisschen Speisestärke. In der Zwischenzeit tue ich die Spätzle in den Topf schmal. Die Herdplatte schon mal anmachen. Den Rotkraut und den Äpfel habe ich auch schon fast fertig. Muss noch ein bisschen erwärmt werden, dann können wir essen. Dann sehen wir uns wieder. Soderle, und Spatzel, warum muss ich das Probiererle schon wieder machen? Sie sind mein Versuchskaninchen. Ich bin Versuchskaninchen. Ja. Gut, Leute. Also, ich Versuchskaninchen, jetzt probieren hier
lecker riechendes Essen. Naja, sieht doch ganz gut aus. Tja, dann schneide ich mir ein Eckchen ab und ab in den Hals. Schmeckt doch. Lecker. Einwandfrei, Leute. Aber soll ich euch was verraten? Ich gehe jetzt in Ruhe essen. Yummy. Pfui, Deibel, war das gut. Leute, das war jetzt richtig lecker. Aber irgendwie nicht zu vergleichen mit einer richtig schönen Rindsroulade. Das stimmt. Aber es war doch sehr lecker. Süßchen hast du gut gemacht. Rotkraut war auch absolut hervorragend dazu. Mein Gott, und da haben wir halt schnell diese Äpfelchen. Spätzle dazu. Ach so. War vollkommen in Ordnung. Ja. Also ich war wirklich sehr zufrieden. Und wer sich jetzt fragt noch, was mit der Baconbombe passiert ist, die essen wir etwas später. Und die sieht auch so lecker aus. Miam. Du darfst. Ja, das Essen war hervorragend. Allen hat es geschmeckt. Ja. Hat doch fein gemacht. Ja. Und die Uhrzeit hat mir auch schon sehr ja. zu schaffen gemacht. Ja. Hey. Und jetzt machen wir Feierabend mit dem Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschaikowski. Heute hau ich zuerst ab. Okay.